ja, auch einfach mal wieder die Leute zu sehen und zu wissen, dass es noch reale Personen sind. Da hoffe ich natürlich, dass da viele mit einsteigen und wir dann weiter wachsen. Also ich wünsche mir, dass wir jetzt ganz bald wieder das reguläre Training anfangen. Einfach nur weiterhin live verprügelt zu werden und nicht dabei vor der Kamera stehen zu müssen. Und dass neue Mitglieder zu uns kommen. Weil es immer entspannt ist, auch zu wissen, wie man mit anderen Leuten zusammenkommt. Also wir haben viele verschiedene Sachen ausprobiert und sind eigentlich die ganze Zeit zusammengeblieben. Haben wir viel Online-Training gemacht. Das heißt, wir hatten halt alle eine Kamera vor uns, ein Zoom-Meeting, haben uns dann alle auf dem Bildschirm gesehen und halt so gut es ging, so ein einstündiges Workout halt ein- oder zweimal die Woche vor der Kamera gemacht. Ja, sobald es jetzt irgendwie im Park wieder möglich war, haben wir dann auch Gruppentraining im Park wieder gemacht. Aber es war letztendlich einfach nicht das Gleiche. Eher schlicht und einfach die Tatsache, dass wir da hier sein können. Besser zu werden. Einfach zu spüren, dass alle begeistert sind weiterhin für unsere Kampfkunst, für unseren Verein. Besser mit meinem Körper mich zu fühlen. Steigende Zahlen, was die Impfung angeht, sinkende Inzidenzen. Und dass man so eine ganz starke Gemeinschaft gespürt hat.